Das ist ein Ort von Einsatz, was wir hier merken. Den merken wir Timsan, dort wie der liebe Jesus Christus in den Gefängnissen anbringen. Von dem Fahrschritt, wo Jesus sagt, und ihr habt mich besucht in den Gefängnissen. Und das ist ja nicht der Grund, weshalb wir diese Aktion merken. Hier sind wir im Gefängnis von San Pedro. Das ist alle die Aufteilung, wo die Mennoniten von Rio Verde in Durango ihren Einsatz merken. Transchaco-Mission ist dabei, eine Begleitung. Aber alles, was sich darum geht, um Geschenke, um Kükebake, um Massade und alles, das merken alle die von Rio Verde und von Durango. Und wir sind froh, dass sie ein Teil von alle übernommen haben. Und wir begleiten das von dich bei. Wir haben hier geöffnete Dere, wir sind dankbar, dass wir auf das Wort wie liebe Jesu Christi in die Gefängnisse nachbringen können. Dass wir Botschafter und Christi Staat können sein. Wir sind on diesen 200. Ihr schwört, mehr diesen 200 in der Hand, die wir uns gesagt haben, gestern einmal viel was hast du nicht gebracht. Aber wir wollen hier von der Gerät nach Sado merken. Ich fange nicht hier alle ein Taler Fleisch, ich kriege ein bisschen Jöcke, ich kriege ein paar Kürke, selbstgebackte Kürke. Mit viel Leib der Berne. Ich kriege ein kleines Geschenk, ein kleines Papier, Tänen, Marschtänen, Seif, eine Duschseif, so ein bisschen Jerba. Das sind die neulichsten Sachen, die ich fange an. Dos. Tres. Dos.
4, 5, 6, 6. Sí, Bueno, primeramente agradezco a Dios por darnos esta oportunidad de estar todos juntos como hermanos, de compartir un poco, de llevarle a esta persona más necesitada este tipo de agasajo, que no todos los días ellos pueden recibir esto, para seguir trabajando y para seguir entregando el mensaje de Dios, que es tan importante para día a día de ellos. Muy agradecido, que pase un feliz año 2022 y un propio año 2023, y ojalá Dios quiera que en algún momento, en cualquiera de la penitenciaría, nos volvamos a encontrar y estar en grupo y en hermano. Muchas gracias para cada uno de ustedes. Bendiciones. Wir sind hier in San Juan Bautista, im Gefängnis, das ist im Departement Misiones. Und hier auf Transchaco Mission haben wir mit einem Pavillon. Wir sind approximately 550 Menschen in dem Pavillon. Igual como a nosotros. Con la acción que queremos hacer hoy acá, queremos presentar que Dios está vivo. Hay alguien que ama a ustedes, que organiza algo, y queremos salir hoy con un rico asado para presentar a ustedes. Saben cómo es un gusto de un rico asado. A través de eso, queremos presentar el amor de Dios a ustedes. Thank you.
Jesucristo ha venido para poner en la cruz su temporario, para que sea salvo. Por la protección de nuestra fe, nosotros nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor. Pregunto, hermanos, ¿usted cree que Jesucristo derramó su sangre aquí en la cruz del Calvario para que pudiéramos ser salvos? Por cuanto ustedes creen, lo bautizamos en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gebakt det fløsch, diesen saß 100 Kötz, Rødgemerk. Der har vi dann alle gefördelt mit frivillige Helpers in jeder Pavillon. Auf sehr lange, ich würde sagen, sage der Dach, der wird sehr begeistert, der Insassen. Und der handelt ja dann, wenn es auch als Hado hier. Weil wir hier von der nach der Ferreich hatten, wir beim Taufast, um Taufast doll zu nehmen, 100 und 10 Personen Leute sich hier von der Taufe. Für mich wird das erste Mal, wo ich in seinem Einsatz mitmache. Eine sehr interessante Erfahrung. Ich habe mit Musik helfen, Gitarre spielen, singen.
Ich habe den Eindruck, dass kommen sehr gut an wie die Gefangenen. Und kombiniert mit der von Eten, das haben sie wieder, wie das glaube ich, eine sehr gute Sache, wo die Gefangenen nicht reden. Und das wird sich das von daher ein gelben Däumchen tun haben. Mir hat das beeindruckt, mit Wort für Begeisterung, die Gefangenen, die christlichen Leute im Gottesdienst gesungen haben. Und bei der Arbeit hat mir gefallen, dass so viele verschiedene Gemeinden und so viele unterschiedliche Altersgruppen so eine sehr interessante Arbeit im Gefängnis getan haben.